Die Münchner werden es sofort erkennen. Ich laufe gerade durch die Filzerbräugasse und wir sind heute vor Ort in der Allianz Arena beim UEFA Champions League Rückspiel FC Bayern München vs. Lazio Rom. Es geht um alles bei den Bayern. Ich sag, es wird ein klassisches 3-0. Ich hoffe noch ein bisschen. 3-0? Ja, ich hoffe noch. Ich tippe 2-1 nach regulärer Spielzeit und dann nach Verlängerung 3-1. Was sagst du? Auch? Auch 3-0, also knackig. Ey Jungs, bitte packt's, okay? Das wäre. Bitte. Ja, ist ja echt bitter. Ja. Doppelpack Harry Kane, sag ich. Doppelpack Harry Kane. Ja. Ja. Ich hoffe einfach, dass so viele deutsche Mannschaften wie möglich noch im Wettbewerb erhalten bleiben. Und vielleicht ja gegen Barca im Viertelfinale. Dann wieder typisch. Nein, nein, nein. Auf, bitte nicht. Hier in der Gasse, direkt am Rathaus, befindet sich nämlich der größte Fanshop der Stadt. Tone! 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 Hallo! Na? Es geht ab. Alles klar? Wie geht's? Gehen wir essen gleich. Vapiano wollte. Nee, Schnitzel. Geil. Ja, Mann, hab ich auch richtig Bock. Schön mit, wie heißen die, diese Kirschen da? Ja, diese Sauerkirschen. Heidelbeeren. Nein. Reisebeeren. Reisebeeren, Bruder. Ja. Ja, ja. Hier ist aber voll die fette Baustelle direkt vom FC Bayern Store. Kleiner Fakt zu den Bayern. Das letzte Mal, als man einen Rückstand aus dem Hinspiel im Rückspiel drehen konnte, war in der Saison 2014-2015. Damals ging das Hinspiel in Porto verloren mit 3-1 und dann hat man die Portugiesen mit 6-1 zu Hause abgeschossen und ein gewisser Xabi Alonso, Leute, hat damals einen direkten Freistoßtreffer erzielt. Mario Götze war dann noch beim FCB, Pep Guardiola als Coach. Also ja, es ist jetzt schon 9 Jahre her mittlerweile. Ja. Können wir ein Bild machen? Normal, natürlich Jungs, das klappt. No prediction. No prediction. No. Bad luck, right? No. I understand, yeah. No prediction. But bye bye, yeah. Good match today. Wir sagen ja alle noch Prediktionen. Sind sie so abergläubig? Kann oder sein, ne? Nee, 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 die verstehen das, ja. Also, your video in Roma. Ah, in Roma, yeah. Amazing atmosphere. Yes. Wow, fans very, very amazing. Good fans. I was super amazed by you. Alter, wie korrekt sind die, gell? Voll cool. Ja, hallo. Sind Sie Bayern-Fan? Ja? Tschüss, ne? Normalerweise halten sie genau hier die Bundesliga-Schale jedes Jahr hoch, aber dieses Jahr wird es aller Voraussicht nach nicht klappen, Leute. 10 Punkte Rückstand in der Bundesliga. Und genau hier um die Ecke, Freunde, können wir jetzt hier ganz nach oben durch das Treppenhaus, dann hat man eine richtig nice View. Also für die Münchner ist wirklich die Champions League noch die letzte Chance, die Saison zu retten. DFB-Pokal hat man, muss man sagen, eine Blamage kassiert gegen Saarbrücken. Bundesliga ungewohnt, ein Riesenabstand. Dann das ganze Chaos hinter den Kulissen, die Trainerfrage. Thomas Tuchel wird im Sommer safe gehen. Ich denke, falls sie heute gegen Lazio choken sollten, dann ist es sowieso schon vorzeitig vorbei. Aber ich glaube fest daran, das habe ich auch beim Hinspiel gesagt, ich war vor Ort in Rom, dass sie noch die Kurve kratzen können und heute competen werden und auch weiterkommen. Also, kannst du mir aber nicht vorstellen, dass die heute ausscheiden. Die schönste Aussicht vom Turm, alter Peter. 5 € kostet ein Ticket. Es ist sehr viel Polizei in der ganzen Innenstadt. Wurde das als Risikospiel eingeordnet, oder wie? It's the final countdown. Olle! Was hast du getippt? Auch 3-1, oder? Ja, ich sag Verlängerung und dann Elfmeterschießen Bayern gewinnen. Also richtig dramatisch. Ich mache Insta auf und das erste, was aufploppt, ist der Loading-Kreis unter dem Wappen von Bayern. Es gibt viele Gerüchte, Leute, dass Xabi Alonso der nächste sein wird. Entweder bei Bayern oder bei Liverpool. In genau 5 Stunden geht's los. Und apropos, wie findet ihr eigentlich meinen neuen Background? Legendäre Szene. Ja, Tone, wie eng ist das? Passt du überhaupt da? Stößt du schon an mit deinem Kopf? Ja, hier ja. Natürlich schon mal. Lol. Aber ist geil. Man muss aber schon lange hochlaufen. Ich mach vor, du hast so Angst in so engen Stellen. Steht locker schon 300 Jahre hier, oder? Hier müssen wir uns verewigen, Bro. Ich wollte genau das gleiche sagen wie bei der Brücke in Köln mit dem Schloss. Schau mal, wir sind noch alleine. Richtig geil. Im Sommer ist ja immer todesviel los. Schon bist du anstrengend, gell, Tone? Puh, Junge, wie das hier aussieht, gell? Erinnert einen voll an Glöckner von Rotterdam, oder so? So, wir sind oben angekommen. Aber ich sag's euch, es lohnt sich. Schau mal, da sehen wir ein Riesenrad. Ich weiß gar nicht, wo das gerade steht in München. Bei Allianz Arena müssten wir eigentlich auch sehen. Andere Seite. Und das ist natürlich die beste Perspektive. Genau da unten habe ich die Szene aufgenommen mit den Zuschauern, mit den Lazio-Fans. Allianz Arena. Ah, Matthias, ich hab sie gespottet. Schau mal, da ist sie. Oh mein Gott, man sieht sie sogar perfekt. So. Neuester iPhone ist so killer. Schau mal. Richtig nice. Alles graue Wolken, aber auf die Allianz Arena scheint die Sonne. Hoffentlich ist es auch ein gutes Omen. Da ist auch noch die Frauenkirche. Ach, die haben die Italienflagge aufgehangen, ja. Gut.
Für die Leute, die es verpasst haben, ich habe mich zum Thema Aalborg ausführlich geäußert im Podcast, Leute. Also an alle, die es interessiert, Link dazu ist oben in der Videobeschreibung. Lukas kam gerade zu mir, Leute, und zeigte so ein Hintergrundbild. Ich so, das hast du doch safe gerade eben reingestellt. Also nein, 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 die ganze Zeit schon. Ehrenmann, Digga. Dankeschön, ne? Also schönen Tag noch, ne? Ciao. Ich habe das Gefühl, dass Jamal Musiala heute ein Tor machen wird gegen Lazio. Er hat einen wunderschönen Treffer erzielt im Spiel gegen Freiburg. Hier ist alles voller Matchschale. Oder macht der gute Harry heute den Unterschied? Das ist so krass. Er ist ein Spieler von absolutem Weltklasseformat und mittlerweile schon 30 Jahre alt. Doch er hat noch nie eine Major Trophy gewonnen. Das ist ja eigentlich der einzige Grund, warum er auch zu Bayern gegangen ist, damit er wenigstens noch ein paar Titel absahnt. Ich denke, nächste Saison würdest du noch spätestens etwas, aber dieses Jahr wird's kritisch. Ey, wie krass wäre das, wenn wir auf einmal Champions League gewinnen und die krasseste Kurve kratzen? Das wäre ganz krass. Das wäre Happy End. Aber, dieses, aber die Wahrscheinlichkeit ist so. Das andere Happy End. Ja, ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist so 1%. Aber man muss versuchen. Wir laufen ganz so random entlang und auf einmal schauen wir so nach links und sehen, Jongmin Son, Digga, macht die Werbung für so einen Rucksack. Mein Papa hat uns so einen Schnitzelladen empfohlen, der war da letztens mit Freunden und den kennen wir beide noch nicht. Hier, Tone, Spatenhaus, entweder war das oder das nächste. Aber ich glaube, hier gibt's safe. Da geht man so einen Keller runter. Ich glaube, das war das, Digga. Spatenhaus, ja. Spansferkel, Kalbsbrust. Die haben Safe-Schnitzel. Welcher Italiener muss er haben? Krass, wie viele Italiener einer kennen, gell? Deswegen dem Hinspielblog. Man steppt hier hinein und man bekommt sofort diesen typischen bayerischen Restaurantgeruch ab. Ui. Boah. Tja, Endfresh. Schau mal, Tone. Voll guter Tipp. Ui, Digga, ich will aufs Stopp. Tone, das habe ich schon ganz vergessen. Die haben damals 1-0 gegen Basel verloren. Hörst du mir gespannt zu? Ja. Immer diese Fakten. Und dann in der Allianz Arena sie 7-0 abgeschossen. 3-2, 2-6, 2-7 noch mit Oliver Kahn. Boah, da kommen so geile Memories hoch. In Madrid 3-2 verloren und dann Rückspiel 2-1 wahrscheinlich auf Meterschießen am Ende. Ah ne, Auswärtstorregel. Da gab es ja noch Auswärtstorregel. Spezi? Auf den ich freue mich übelst gerade über die Spezi. Auf schönes Los, Tränk und schönes Fußballspiel heute. Ja. Aber so eine Spezi mit einer Zitrone, Leute. Haben wir echt 10%. Tone, mir ist noch gerade was eingefallen. Ja. Ich glaube sogar Roy Mackay hat damals das 1-0 erzielt nach 10 Sekunden. Das war das Game. Real Madrid, ja. Safe. Ja. Wenn es stimmt, Leute, wird es jetzt eingeblendet. Tone, Anton gönnt sich jetzt ein bayerisches, leckeres Wiener Schnitzel. Ich habe schon probiert und Tone hat einfach nicht aufgenommen. Und ich rede die ganze so. Okay, jetzt nochmal. Jetzt ist es nicht mehr so authentisch, Mann. Okay, komm, probier. Schön Zitrone drauf, hat er von vergessen. Habe ja meine Bewertung schon abgegeben. Und, was war sie? Stabile 7,5. Bratkartoffeln auch super. Alles top. Ja. Tone wird anscheinend Thomas Tuchel heute Abend ersetzen. Aber der ist fresh, der Mantel, Digga. Ja. Du hast schon 3000 Punkte. Marcel, also Marcel Scorpion, Bro, wenn du das siehst, das ist der krasseste Zufall ever. Impact X Rock. Digga, wir waren damals im Clan zusammen, Leute, bei ja, COD Black Ops 2 Zeiten. Wahnsinn. Digga, jetzt sieht man sich, grüße, 11 Jahre später sehen wir uns das erste Mal in Real Life. Wahnsinn, ja. Wahnsinn, geil. Hey, was tippst du heute? Ich tipp. Knappe Gift 3-1 nach Verlängerung. Ja, genauso wie ich. Das ist hier die Hall of Fame, Leute, von den Gästen und Spielern, die ich immer vorbeigeschaut haben. Das ist zum Beispiel Diego Forlan. Das ist seine echte Unterschrift, das ist nicht irgendwie draufgedruckt. Tone Kim. Ashraf auch im Start. Der hat ja hier mal auch eine Kollektionsdamm rausgebracht, einen Korb mit 6PM. Schon cool. Tone, du siehst aber aus wie Superman von hinten. Fliegst du gleich los, oder wie? So, jetzt geht's weiter. In dem Oldschool BMW. Ist fresh. Das ist übrigens Tones Bruder, Leute. Ah. Ey, man, dieser Geruch, Digga. Ja, das riecht nicht gut. Ich mag das, dieser alten Autengeruch. Alten Autengeruch. Alten Auto, Tone, letztens hat Haptic so ein Meme gepostet in seiner Instagram-Story. Immer wenn Männer einsteigen ins Auto, machen sie immer das hier so. Ah. Und ich hab's gerade auch gemacht, du musst ganz sofort daran denken. Ich hab's komplett vergessen, bei Lazio Rom spielt einfach die Legende von Barca, damals sehr underrated gewesen, und zwar ein gewisser Pedro. Wir sind jetzt noch ganz kurz in einer Rooftop-Bar, gönnen uns noch einen Cappuccino oder so und guck mal, was ich gespottet habe. Ja, ihr seht schon, sie leuchtet strahlend rot, die Allianz Arena. Es ist so schnell gerade eben schon dunkel geworden. Die Bayern kommen weiter, ich bin überzeugt. Wenn das kein Glück bringt, dann weiß ich auch nicht mehr. In 45 Minuten ist Anstoß. Tone, steigt die Aufregung? Ich bin sehr nervös und freue mich aber riesig. Und die offiziellen Aufstellungen sind da. Thomas Müller und Kimmich von Anfang an. Da gab es ja auch einige Gerüchte, dass sie vielleicht auf die Bank heute gesetzt werden. De Ligt spielt statt Kimmich und Pavlovic bekommt auch das Vertrauen von Tuchel. Ansonsten Martis Tell, der hat mir auch sehr gut gefallen, immer wenn er reinkam, auch erstmal nur auf der Bank. Und bei Lazio Rom, die Vereinsikone von Anfang an, Immobile, Philippe Anderson kennen wir noch. Ist Pedro auf der Bank? Ist er heute dabei? Ja, da ist er noch. Pedro, Pedrito. Der Nummer 9. Hättest du Tell aufgestellt heute von Anfang an? Trainer? Ja,
Ja? Gegen Freiburg ein Traumtor geschossen. Er muss spielen. Ja. Aber ich bin nicht Thomas. Es geht um alles, wirklich. Tone, warst du eigentlich damals im Stadion gegen City und gegen PSG? Gegen City war ich nicht im Stadion Paris, ja. Bro, das war... Bitte Bild machen. Sofort. Auf ja, eine Sekunde. Das war mit Abstand die krasseste Stimmung, die ich jemals hier erlebt habe, Leute. Und ich denke, das wird heute getoppt werden. Das krasse war vor Angriff, da hat die Südtribüne und die Nordtribüne locker so 5 Minuten am Stück nicht aufgehört mit Bayern. Und es ging 5 Minuten, das war so Gänsehaut. Ich glaube, heute wird es auch krass. Ja, okay. Ja, komm, bitte. Gerne. Hi. Danke. Servus. Was tippt ihr? Hallo? Ich tipp 3-1 für Bayern. Digga, jeder sagt 3-1 heute. Was sagst du? Das ist 5-0. Alter, 5-0, das wäre ja unfassbar. Aber ich würde mich freuen für mich. Ja. Paul, was hast denn du für einen coolen Schal noch mit Lukas Podolski? Ja, richtig, ja, OG, ne? Was geht? Hey, servus, Männer. Schaffst du es heute? Ja? Optimistisch oder? Ja, gut. 4-1 Bayern. Liebe Grüße an Elotrix. Ich habe hier nämlich einen anderen Carsten getroffen, was geht ab? Und er hat hier einen Bayern-Barca-Matchschal. Richtig fresh. Haaland wird mir auch immer sympathischer. Er sagt, Messi ist der beste Spieler aller Zeiten, seiner Meinung nach. Immer wenn ich Illy seine Katzen-Stories sehe, habe ich auch wieder so Lust auf ein Haustier. Aber ich bin leider viel zu viel unterwegs dafür. Wenige Meter nur noch. Als ich gerade eben reingelaufen bin im Stadion, habe ich ein bisschen Körpersprache beobachtet von Leuten, die auch reingelaufen sind. Man merkt richtig, das ist kein normales Bundesliga-Spiel. Die Leute, die sind so aufgeregt, also man spürt die Anspannung in der Luft. Ja, ich werde die Aufstellung vorgelesen. Das ist heute mein Mittelrang, Freunde. Richtig geile Plätze. Ich glaube, es wird auch eine Choreo geben. Lazio hat übrigens, nachdem sie gegen Bayern gewonnen haben, 2 Niederlagen am Stück in Folge kassiert. Einmal gegen Milan und gegen Florentina. Ich habe extrem Bock auf einen richtig geilen UEFA Champions League-Abend. Der Banner liegt bereit. Geil, wenn die Lichter ausgehen. Die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München. Oh yeah. Im Tor mit der Nummer 1 unser Kapitän Manuel. Und Harry. Hey. Die 10 Leroy. Sané. Die 42 Jamal. Musiala. Vor circa einem halben Jahr hat Santiago Jamal interviewt. Er war richtig korrekt, der Milan. Man hört währenddessen die Pfiffe der Lazio-Auswärtsfans. Und jetzt ist es soweit. Die Mannschaft macht sich bereit für die Hymne. Und das ist die Choreo, meine Damen und Herren. Wahnsinn, wie die aussieht. Oh yeah! Le Champion! Im San Siro ist das immer unfassbar laut, diese letzte Stelle. Le Champions! Da schreit das ganze Stadion, aber hier auch Gänsehaut. Jetzt geht's los, Freunde. Die Zuschauer erhöhen ihre Betriebstemperatur, aber man merkt auf jeden Fall die Nervosität. Die Choreo ist übrigens, für die Leute, die es nicht erkannt haben, das Münchner Kindel, das ist das Wahrzeichen von München. Genau das meinte ich, dass sie dieses Bayern minutenlang mit in den Anpfiff mit hineinnehmen. Aber ich sag's euch ehrlich, Leute, genau für solche Spieler lebt man doch als Profi. Man braucht auch diese Nervosität und diese Anspannung, um absolute Topleistung abrufen zu können. Ah, weg. Zwei Reihen hinter mir sitzen mehrere Lazio-Fans. Die schreien die ganze Zeit rum. Der Lazio-Trainer übrigens steht direkt an der Seitenlinie, regt sich schon über irgendetwas auf. Und jetzt kommt das erste Mal Thomas Tuchel von seinem Sitzplatz. Oh. Uiuiui, erster Versuch der Italiener. Oh, Thomas, spiel rüber. Oh, Sao Leroy. Da war deutlich mehr drin, hat sich genug Druck in den Ball gebracht. Das war ein gutes Spiel. Bayern ist, gefällt mir richtig gut in den ersten 6 Minuten. Also Champions League Club wurde angemacht im Kopf. Die Münchner Fans schreien, auf geht's Bayern, kämpfen und siegen. Oh, können sie klären. Oh, so viel Platz für Leroy. Zieh auf. Mach Meter. Komm, Leroy. Ja. Oh, tolle Dribbling. Oh, sie darf es nicht rein. Muss aber auch trotzdem extrem gut geblockt. Ich habe mal applaudiert für Leroy für seine Aktion. Auf geht's Bayern, schießt ein Tor. Oh, Jamal.
Bayern müssen übrigens unbedingt versuchen, Gendouzi aus dem Spiel zu nehmen, weil der macht das ganze Game für Lazio. Das wäre schon mal die halbe Miete, wenn sie das hinkriegen. Okay, tschüss. Was macht eigentlich Neuer gerade? Also, okay, wenn er da irgendwo steht, ist er noch irgendwie zu verstehen. Aber das ist einfach in der Hälfte. Aber insgesamt 1-0 Rückstand, so weit vorne. Okay, jetzt macht er die ersten Schritte nach hinten. Schon ein bisschen übertrieben. Libero. Aber das ist eben eine Qualität von ihm. Guter Ball von Pavlovic auf Kimmich. Perfekte direkte Ablage. Oh, schon wieder geblockt. Guerrero, schon wieder geblockt. Oh, das spielt gut heute. Müller. Mit Platz, Thomas. Guter Ball. Oh, der Schiri-Block! Oh nein, er entschuldigt sich direkt. Aber das war natürlich sehr unglücklich. Ein sehr guter Pass gewesen auf Pavlovic. Aber in so einem wichtigen Spiel regt das natürlich doppelt auf. Oh mein Gott! Immobile! Den macht Ciro eigentlich im Schlaf. Alter, den liegt so unglücklich verlängert. Egal, abhaken, weitermachen, nichts passiert. Der Torwart hätte ihn fast doch gehalten. Oh, es ist verdient. Mit bisschen Pech hätte sogar noch ein Gegentreffer kassiert. Aber insgesamt absolut verdient natürlich. Kane hält den Kopf rein. In der 39. Spielminute. Für den FC Bayern München. Man merkt, wie viel Last von den Schultern fällt. Geile erste Halbzeit, das ist aber so close. Oh, ich habe einfach noch nicht die Szene beendet. Bayern vielleicht direkt mit dem zweiten Treffer immer noch. Goretzka. Spiel drüber auf Kimmich. Leitet weiter. Bayern. Ja. Leroy. Oh! Was sind 2 Minuten, 2 Tore? Schau mal. Und die letzte Aktion in der ersten Halbzeit. Wenn die Bayern jetzt das zweite noch kassieren. Ziel meine ich. Oh, oh mein Gott! Das ist ja, ich hab's gesagt! Das ist jetzt krass! Besser hätte ich auch schon, Leute, die erste Hälfte für die Bayern. Wir müssen abwarten, ob es wirklich zählt. Es sah ein bisschen nach Abseits aus, aber es spielt so schnell. Wieder den Kopf reingehalten, das zweite Kopfballtor. Diesmal macht der Thomas. Uiuiui! Schau mal, wie es sich freut! Was es ihnen bedeutet! Diese Emotionen! Boah! Das löst so viel Befreiung aus den letzten Wochen und Monaten. Puh. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Es zählt! Es zählt! Es zählt! Oh mein Gott! Und jetzt geht's für die Katakomben. Ziel lässt gar nicht an. Torschütze unsere Nummer 25, Thomas! Müller! Müller! Geile erste Halbzeit. Also safe die beste Halbzeit von den Bayern in 2024. Und sie machen die Dinger. Sie hätten sogar noch 2 Tore mehr schießen können. Top-Leistung. Lukas, das allererste Mal ist Bayern mit Abstand Lieblingsmannschaft. Ja, absolut. Und du bist das erste Mal in der Allianz Arena. Und so ein Spiel. Das ist total. Ey, das freut mich mega für dich. Bisschen off-topic, aber wer hat eigentlich von euch das Kleid gesehen von Georgina, was sie bei einer Modeschau getragen hat? Einfach vorne. Das war irgendwie so ein Korb mit dieser Marke Vetements und dann hat Ronaldo extra dafür unterschrieben. Und hinten hat er dann auch noch geschrieben, für die Liebe meines Lebens, Cristiano Ronaldo. Sah aber schon krass aus, muss man sagen. Also wenn das wirklich stimmen sollte, wie bitte kommen Sie auf 8% Wahrscheinlichkeit, dass Messi wieder einen Ballon d'Or gewinnt? Das geht gar nicht. Also
Messi wird nicht mehr gewinnen, das kann nicht mehr sein. Vinicius 3% wahrscheinlich, was ist das für eine Fake News? So, die zweite Halbzeit läuft bereits schon einige Minuten. Jetzt wird es natürlich sehr interessant zu sehen sein, weil Lazio muss jetzt einen Treffer erzielen, um in die Verlängerung zu kommen. Und dadurch ergeben sich noch mehr Räume für die Münchner. Ich denke, es wird eher das dritte oder vierte fallen. Wisst ihr, worauf ich richtig Bock hätte? Real Madrid gegen Bayern im Viertelfinale. Das gab es schon so lange nicht mehr. Stellt euch vor, dieses Spiel beflügelt die so sehr, dass die dann vielleicht sogar Real raushauen. Und dann sieht die Stimmung in der Stadt auch schon wieder ganz, ganz anders aus. Wenn ich das richtig verstehe, haben die Bayern-Fans gerade geschrieben, Lazio, Lazio, das war ein Cooler. Und dann antworten die Lazio-Fans mit Tonto, Tonto. Ja, wieder. Tonto heißt dumm. Also, wenn ich es richtig rausgehört habe, so wie auf Spanisch. Oh, jetzt hört man es richtig laut. Kane. Auf Außer Guerrero, Abschluss. Nein, verzieht den Ball. Ich hatte es schon visualisiert, dass er den jetzt ins lange Eck legt. Flach unten rechts. Ausnahmslos. Jeder Spieler von den Bayern hat heute einen guten Tag erwischt und performt richtig gut. Wirklich, ich kann von niemandem irgendwie sagen, dass er heute kein gutes Spiel macht. Von Sané hast du noch nicht viel gesehen. Sané? Sané und Kane. Ja. Kane außer seinem Kopfball. Ja gut, aber es ist natürlich trotzdem noch ein enges Spiel. Ja stimmt, Leroy kann man vielleicht ein bisschen noch mehr erwarten. Ansonsten sind da. Jetzt Leroy. Oh! Oh! Von Leroy mit der Entscheidaktion und Kane steht genau goldrichtig. Das müsste die Vorentscheidung sein. 3-0 Bayern. Wahnsinn. Ich hätte wirklich gedacht, es wird heute knapper, aber mit so einer Leistung. Natürlich traut man den Bayern immer zu, aber hätte ich nicht gerechnet. Top, top, top. Jetzt einfach noch die letzten 25 Minuten weiterspielen. Durch unsere Nummer 9, Harry! 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 Müller zeigt auch heute nochmal, was alles in ihm drin steckt. Der läuft sich. Müller macht heute auch ein bärenstarkes Spiel. Der läuft ohne Ende. Es gehen schon ziemlich viele Bayern-Fans nach Hause, damit sie den Stau vermeiden. Also sie fühlen sich schon sehr sicher. 85. Spielminute, ja, ich denke auch, der Stiefel wird jetzt sauber runtergespielt. Aber man weiß ja nie. Jamal Musiala bekommt Standing Ovations vom ganzen Stadion. Und Serge Gnabry gibt sein Comeback nach seiner Nackenverletzung. Unsere Nummer 7, Serge Gnabry! Ich werde nie vergessen, als er mich damals aufgezogen hat, beim Interview mit dem 8:2. Aber sorry. Das ganze Stadion genießt die letzten Sekunden vom Spiel. Die Bayern bringen es zu 0 zu Ende mit 3 Toren. Dieses Spiel wird den Spielern so gut tun. Und ich bin so gespannt, wer ihnen zugelost wird im Viertelfinale. Vielleicht ja wirklich Real gegen Bayern. Das Stadion singt Münchens wahre Liebe. FCB. Christi! Oh, was soll ich heute denken? Grüß dich! Christi, Christi, ja. Das Spiel ist aus, Leute. Das war's. Was eine Erleichterung. Die Spieler sind so glücklich. Und die Mannschaft feiert mit der Südkurve. Haben sie sich verdient. Sie singen Europapokal. Europapokal. Auch PSG ist weitergekommen. Kylian hat zweimal genetzt. Die beiden sind einfach on fire, sowohl er als auch Harry Kane. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin glücklich. Weißt du, wie ich mich gefreut habe? Hast du die Aufstellung gemacht heute, ne? Ich habe die Aufstellung gemacht. Und dich mehr motiviert? Ja. Alter, was war das für ein Einsatz heute? Ja. Auch so Sachen, wo Goretzka einmal diesen risikoreichen Zug macht und dann mit der Grätsche rettet. Das war super. Einsatz pur. Genau diese Mir-Samir-Mentalität. Ja. Ab Sekunde 1 zu merken. Das war geil, wirklich. Hat wirklich gut getan, mal wieder die Bayern so zu sehen. Was gibst du denen von 1 bis 10? Das war jetzt eine stabile 9. Ich würde sogar 9,5 ja. sagen. Ja, habe ich auch gerade überlegt. Also ich sag mal 9. Okay. Und wenn mir jetzt Losglück hat, Bro, dann ist in der Champions League auch wieder ein bisschen mehr möglich. Schau mal, plötzlich bis zum Halbfinale. Habe ich auch gesagt, denn so schnell kann die Stimmung wieder kippen. Ja, genau. Also Leute, ich hoffe, euch hat der Stadionblog gefallen. Lasst ein kostenloses Abo da, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Du hast auch eingetreten? Ja. Verlinke ich ihn oben in der Videobeschreibung. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.